www.tierschutzinternetz.de. Ich kenne ein Tier mit einem Rüsselband. Ich kenne ein Tier, das fliegen kann. Und ich kenne ein Tier, das glücklich bin. Mein Tier hat im Beutel ein Kind. Diesmal für ein Tier. Wir kennen ein Tier und es ist ein Haustier. Und es ist bei ganz vielen Menschen zu Hause. Nein! Blödsinn! Kein Nashorn. Viel kleiner ist das Tier. Es ist ungefähr so groß. So klein. Und so ein Horn hat es sowieso nicht. Und trinkt aus einer Schüssel. Ein Fisch. Das meinten wir auch nicht. Unser Tier schwimmt nicht gerne. Gerne. Stimmt, Salim? Ja. Der hat vier Beine. Es hat doch keine Flosse. Es hat Fell. Es leckt sich einfach mit der Zunge das Fell ab. Und es hat einen Schwanz. Nein! Kein Hund, so ähnlich. Und hat nicht so Schlappohren da. Es hat solche Spitzenohren und keine Schlapperohren. Nein. Doch kein Löwe. Und es hat nicht so Haare ums Gesicht. Er hat keine Mähne. Das kann miau und kratzen. Miau. Und dann lassen sie sich auch manchmal ein bisschen kraulen. Eine Katze. Sie fühlt sich wohl. Mehrere Katzen. Guck mal, die hat ein blaues und ein grünes Auge. Mit Kätzchen. Wie süß. Das ist eine Wildkatze. Sie lebt draußen in der Natur. Ein Tiger. Tiger sind Raubkatzen. Und Löwen auch. Cool. Stell dir vor, du könntest schleichen wie eine Katze. Katzen können sehr gut schleichen. Das müssen sie auch. Sie fangen ja Mäuse. Ich bin Joel. Ich kann auch schleichen. Aber wenn ich meinen Bruder Lionel erschrecken will und mich anschleiche, dann passiert meistens das. Ich bin immer zu laut. Wieso kann ich nicht schleichen wie unsere Katze Rosi? Ich frag mich, was sie anders macht. Rosis Pfoten sind weich. Damit kann sie gut schleichen. Und sie hat harte Krallen. Damit kann sie klettern. Unter der Glasplatte kann man Rosis Pfoten von unten sehen. Ob die Krallen Rosi beim Schleichen stören? Ich hab grad hinten gesehen. Man sieht sie gar nicht. Ja. Rosi hat sie eingezogen.
Doch, gerade wollte sie wieder springen. So kann sie ihre Pfoten ganz sanft aufsetzen. Wenn Rosi die Treppe raufläuft, dann hört sich das so an. Man hört nichts. Wenn wir die Treppe rauflaufen, ohne Schuhe, ist das viel lauter. Wenn ich vom Sofa hüpfe, klingt das so. Und bei Rosi so. Sie kann sich viel besser abfedern als ich. So leise wie Rosi werden wir nie sein. Aber ich weiß, was wir von hier abgucken können. Die Katzenpfoten. Mit denen kann man viel besser schleichen. Und viel besser erschrecken.